diesem Video möchte ich auch ein bisschen aufrufen, mehr favorisieren auch haben zu wollen, weil das zeige ich nämlich in den Analytics. 45 Abonnenten, das wäre natürlich gut, wenn ich mehr Abos als Videos habe. Ich habe ja hier 367 Videos und das wird gerade eben, habe ich einen Upload des 368. begonnen, also Teil 45 hochgeladen. Das sieht man hier, merkt, fällt einem auf, dass hier die Zahl die gleiche ist wie diese Zahl. Also ich mache ja immer pro Abonnent ein Let's Play Teil und sonst bei 10 Abonnenten ein bisschen mehr, weil ich ja noch zu wenig Abonnenten bekomme, in meinem Sinne her. Ich würde gerne mehr haben. Hier sollte gerne ruhig eine 100 stehen, bei Nettoveränderung bei Abonnenten. Und hier auch irgendwie 100.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen. Aber wo ich genau drauf wollte, waren die Analytics. Deswegen, wie ich dieses Video überhaupt mache. Hier sieht man auch Aufrufe, Rückgang. Das ist nicht schön. Bei den Aufrufen einen Rückgang zu besitzen, ist nicht schön, weil einfach, da hat zwar Video hochgeladen, also man könnte theoretisch mehr Aufrufe generieren, aber ist nicht so. Aber das Gute ist, bei den Wiedergabezeiten hat eine deutliche Zunahme gehabt. Bei den Abonnenten, da so ein leichter Rückgang, auch nicht gut. Bei den positiven Bewertungen ist natürlich ganz schön, genauso wie bei den negativen Bewertungen, die deutlich zurückgegangen sind. 133 Kommentare ist auch Rückgang, das macht nichts. Aber die geteilten Inhalte sollten mehr zunehmen. Da sollten ruhig schon mal 20, 30, 40 stehen, also mindestens zwei geteilte Inhalte oder drei am Tag. Dasselbe sollte auch bei den Favoriten geschehen, nur bei den hinzugefügten, aber nicht bei den entfernten Favoriten. Da hat halt heute einer aus der Statistik rausgerutscht, deswegen steht ja ein Pfeil nach unten. Und bei Top-Videos sollte gerne mal meine Minecraft-Let's Plays auftauchen, das ist hier nicht der Fall. Oder meine Spark of Phoenix Videos, die sollten da am besten auch 1000 Aufrufe generieren in einem Monat. Weil eigentlich viel besser wäre. Und hier die Länder ist eher egal, aber USA und Vereinigtes Königreich, da wo Englisch gesprochen wird, ganz schön. Häufigste Zugriffsquellen, das ist egal. Quellen ist auch egal. Aber da könnte vielleicht die auf anderen Websites angewendeten Player ein bisschen mehr zunehmen. Berichte zu Aufrufen. Aufrufe hier. Das sind ja die Aufrufe. Ich habe ja deutlich mehr Wiedergabeminuten als Aufrufe. Aber hier sollten ruhig schon mal die Dimension auf, sag ich mal, hundertfache Skala sein, dass hier dann 1000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000 steht. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn ich dann an den Tag vielleicht 20.000 Aufrufe knapp erreicht hätte. Bei den Wiedergabeminuten sollte das ebenfalls sein, dass die 6.000, 1.000, 12.000, 18.000, 24.000 steht. Da könnt ihr euch engagieren, dass ich das bekomme. Und was kriege ich denn selber damit? So, das finde ich gut, dass das Wahrheit über Gronkh zum Beispiel auch relativ gut ist. Deutschland, Schweiz und Österreich. Da will ich natürlich auch verweisen auf dem Video. Weitere Daumen nach oben werden gerne erwünscht. Diesen 5 Daumen nach oben habe ich. Ich habe eigentlich auf einem anderen Video ebenfalls 5 Daumen nach oben. Das hat eigentlich nichts mit dem Gronkh zu tun. Das war einfach ein Fanvideo für Gronkh. Das hat aber auch da relativ viele Aufrufe und Fälle. Und dann geht es irgendwie teilweise auch auf Tage, ja auch 2 Tage hintereinander mit 0 aufrufen. Heute ist ja der 17. Deswegen geht es hier bis zum 15. Aber ich habe hier das Paris in Bildern. Da hatte ich ja noch eine Kurzversion. Deswegen Photos of Paris. Das ist eine Kurzversion. Das hier Paris in Bildern, das ist auch ein Video, was relativ gut ist. Das sind ebenfalls 5 Daumen nach oben. Eiffelturm mit Aussicht. Oh, jetzt habe ich das gerade geklickt. Weggeklickt. Na, jetzt will ich die Analytics wieder haben. Mein Kanal kann ich natürlich zeigen. Hier steht bei mir natürlich nur Abonnenten, Aufrufe und Videomanager. Das ist ein Kanalträger, und da hatte ich natürlich, der Thumbnail ist schon ein bisschen älter. Und da sind 22 Abonnenten und 160 Videos. Ich habe ja schon, also beides hat sich schon mehr als verdoppelt, aber, ja, die haben sich ziemlich genau verdoppelt, die Abonnenten, als die Videos sind bei 320, Videos haben stärker zugenommen als die Abonnenten. Die habe ich ja in Minecraft Let's Play Diamant hochgeladen. Das ist ja mein letzter Let's Play Minecraft-Part, vor 18 Stunden hochgeladen.
Mein bestes Video ist ja die Silvester im Fernsehen. Ist ja natürlich hier auch angezeigt. Hier Deutschland gegen Argentinien, Deutschland gegen Brasilien und da und Xaver da ein benutzerdefiniertes Thumbnail reingepackt. Vier Daumen nach oben, wenn auch Gewinner weitere kommen. Hier stehen die Videos mit positiven Bewertungen, weil ich ja jetzt auch, da mache ich nicht nur Minecraft-Videos, wie man hier sieht. Da fünf Dinge Minecraft, die du noch nicht wusstest, will ich auf Urheberrechtsgründen nicht anklicken. Weil sonst würde ich von Spark of Phoenix verrannt werden. Will ich nicht. Hier Minecraft Let's Play 45 Videos. Abos, das sind meine Abos aufgelistet, die ich abonniert habe. Minecraft Customized Let's Plays habe ich 3. Und maximalen Erden habe ich 2 und Diamant 2 habe ich eigentlich noch nicht hinzugefügt. Kann ich ja jetzt auch gerade machen mit euch zusammen. Playlist hinzufügen, da gebe ich mal ein Playlist suchen. Da habe ich ja Minecraft Diamant 2. Das da hinzufügen. Ne, warum hat das nicht eingefügt hier? Wurde bereits hinzugefügt, aber jetzt ist es hinzugefügt. Minecraft Diamant 2. Und fertig. Dann seht ihr das auch. Minecraft 3 Videos. Ich habe ja vor, in Minecraft Eisen Let's Play zu beginnen. Beziehungsweise wo Eisen und Gold maximal vorkommen, damit ich dann sehr viele Schienen legen kann. Was ich eigentlich bei Minecraft Customize 2 eher so ein bisschen mehr verstreut haben will. Dass ich weiter oben mehr das Eisen haben will, weiter unten mehr das Gold haben will. Die Diamanten lasse ich da auch so beim normalen Wert. Kohle stelle ich auch höher, weil man ja ganz viel, ganz oben ab Höhe 70 soll dann ganz viel Kohle vorkommen für 80. Oh, 632er Videos habe ich schon positiv bewertet. Jede Menge, Menge, Menge. Aber ich wollte ja genauer genachten auf die Analytics und jetzt müssen wir vom Thema abgekommen. Weil Demografie müsst ihr engagieren, weil hier habe ich nämlich nicht genug Daten, weil einfach zu wenig Aufrufe. Deswegen mehr Aufrufe. Hier Aufrufe und geschätzte Wiedergabezeit in Minuten. Da sehe ich ja auch gerade Wiedergabeorte. Meist ist ja YouTube-Wiedergabeseite, obwohl das eigentlich eher irrelevant ist, genauso wie dies hier. Worauf zugegriffen wird. Geräte braucht man auch eher nicht. Aber die Zuschauerbindung ist mir wichtiger. Da 14% ist relativ wenig. Man sollte da am besten mehr von, würde ich mal 50% würde ich mir da wünschen. Boah. 45 gewonnen und 36 verloren. Harry, ja, wissen wir das ja. Ganz schöne Menge, wo da relativ wenig ist. Wenn wir hier 45 gewonnene Abonnenten, da sieht man auch schon. An einem Tag habe ich hier 5 Abonnenten gewonnen. Aber an welchem Tag war es nochmal? 5? An den Tag wollte ich, 20. September. Hier habe ich an den Tag verloren, auch 5. Also hebt sich das dann meistens immer auf. Deswegen hat sich das hier an den Tag auf 0 aufgehoben. Weil 5 Abos und 5 D-Abos, aber D-Abos sollen für mich sozusagen verboten werden. Dass bei mir D-Abonnenten nicht mehr erlaubt sind. Dass man meinen Kanal nicht mehr deabonnieren kann, wenn eine Abonnentenanzahl schneller steigt. Boah. 14 gewonnen, 9 verloren, 31 gewonnen und 27 verloren. Jede Menge. Deutschland, Schweiz, Österreich. Österreich hat einen gewonnenen Abonnenten und einen verlorenen Abonnenten. Aus Schweiz einen gewonnenen Abonnenten. Aus Deutschland ist natürlich das meiste. 43 gewonnen und 35 verloren. Aber 36 verloren insgesamt ist ein bisschen viel. 18. September minus einen Abonnenten. Da ist über negative Zahlen. Weil ich einfach so wenig Aufrufe kriege. Und ich will das natürlich ein bisschen beseitigen mit den wenigen Aufrufen. War 24 Daumen nach oben am 3. Oktober. Das ist ein ganz schön heftiger Tag gewesen. 4 negative Bewertungen. Hier sind 2, 2, da ist einer, da ist sogar minus eine und da sind wieder 2 Einzelne.
sollten weniger werden, am besten noch direkt auf 0, aber hier sollte eine Zahl um 20 oder 30 oder 100 oder 1000 oder 100.000 erscheinen. 100.000 wäre unrealistisch, aber eine Zahl von 100 sollte da schon mal erscheinen. Das, also meine Videos mal favorisiert werden. Kommentare ist eher mir egal, aber beim Teilen sollte wiederum mehr erscheinen. Zwei geteilte Inhalte ist wenig, es sollten 100 werden. Mein Ziel ist 100 innerhalb des nächsten Jahres zu bekommen. Da könnt ihr natürlich dazu beitragen, meinen Kanal empfehlen, weiter sagen, dann kriege ich auch mehr Abonnenten. Anmerkungen, da habe ich 5 Videos hier. Da Silvester Fernsehen 4 Klicks, 15 Schließungen. Hier im Ballon 6, da ist die Klickrate relativ wenig, aber da war Comments das Video, habe ich irgendwie einen Klick gekriegt. Viel Gift Dislikes on another Video. Das ist ja dieses Comments das Video, hatte ich nicht damit versehen. Weil hier nämlich ein Daumen nach unten gekommen ist. Und da wollte ich auch dringend 10.000 Kommentare, aber da sind Daumenbewertungen drauf gekommen, was ich natürlich eher weniger gedacht habe. Ich habe mir eher gedacht, dass kommentiert wird, deswegen habe ich selber ihren Kommentar gepostet. Da dieser Daumen nach unten will ich nicht haben. 13 Aufrufe. Please give dislikes on another video. Dann klickt mich drauf und da sind 6 Daumen nach unten und ein Daumen nach oben gekommen. Das ist eins von 2 Videos, das ich gedisliked habe. Das andere Video heißt ebenfalls disliked das Video und ist auch ebenfalls von mir. Weil ich das ja kurz mal eingeben, da sollten auch Aufrufe kommen. Dislike, wie sagt man? Dislike Punkt. Gebe ich es mal kurz ein. Wo ist denn dann mein Video? Dies hier ist das. Da steht, bitte gib noch mal Videos keine Dislikes, da ich sonst eine Woche pausiere. Ich will mehr Abonnenten und Likes, aber nicht die. Das stimmt natürlich. Aber das mit eine Woche Upload-Pause habe ich mittlerweile abgeschafft. Weil sonst müsste ich nämlich auf einmal plötzlich bei 5 Daumen ohne die 5 Wochen pausieren müssen wegen einen Tag. Würde ich also nicht mehr machen wollen. Und dann bitte keine, please do not give my views dislikes, because then I will not upload videos for 1 week. I want more subscribers and likes, but not this. Das ist auf Englisch. Hier steht ja eindeutig do not und hier auch keine. Hier ist das keine dislike. Aber das hier wurde 9-mal gedisliked. Habe ich selber auch einmal gemacht. Zählt natürlich nicht, weil am 19. August habe ich das nämlich hier geändert, den Titel hier. Nicht hier möchte ich euch sagen, dass ich unbedingt mal 2-stellige Anzahl Dislikes haben will. Da muss natürlich noch einer kommen, weil ich kann nämlich jetzt nicht nochmal disliken. Geht erstmal nicht. Dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Dann zeigt es mir dieses Video nicht mit Disliken, sondern mit Liken. Und dann zeigt es mir auch mit einem Teilen. Dann auch mit einem Favorisieren, damit ich auch ein Favoriten-Abonnenten kriege. Weil nur erfunden. Favoriten. Und dann noch abonnieren. Abonnieren, nicht Abonnenten. Aber hier Abonnenten. Also abonnieren, das wäre schön. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Dann zeigt es die eben gesagten Sachen. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.